Sie, hier bin ich. Freue mich, dass Sie da sind. Begrüße Sie zu Genial daneben, der größten Wissenssendung im deutschen Fernsehen. Und Sie werden es nicht glauben, wir haben heute drei Wichser im Panel. Ich glaube nicht. Vier haben aber nur drei haben den Film gemacht. Das, ach so, ja, genau. Also Wichser, nicht, dass Sie mich jetzt hier falsch verstehen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Das wird doch ganz anders geschrieben, ne? Wie schreibt ihr Wichser mit vier? Doppel-X. Mit Doppel-X. Mit Doppel-X, da können wir nichts für, der Mann heißt so. Das ist nicht unsere Schuld. Ja, das wer ist sich da was Eklis bei denkt, ist selbst ein Schuld. Ist selbst ein Schuld, ja. Premiere ein paar Tagen jetzt, am 20. Mai. Der Wichser im Kino, diese drei Herren spielen mit. Du bist der Oberwichser, glaube ich, ne, oder? Drei Wichser für ein Halleluja, ja, sollte das eigentlich heißen. Aber, ja. Ja, du bist der Kommissar und er ist der Inspektor, oder was? Nein. Inspector very long, Chief Inspector even longer. Ah, sehr schön. Und Olli ist irgendein... Ich bin Tourist von drüben, nicht wahr? Ach so. Ja. Man muss noch sagen, wie du heißt. Du heißt nämlich Dieter Dubinsky. Dieter Dubinsky. Wie? Dieter Dubinsky. Meine Frau Doris wird gespielt von Anke Engelke. Na, das kann ja heiter werden. Ja. Also wenn Sie nicht vorhaben, Premiere 20. Der Wichser, gucken Sie sich das an. Wenn Sie die Edgar Wallace-Filme kennen, dann werden Sie nicht für möglich halten, was der Mann eigentlich an sich gemeint hatte. Aber das werden Sie dann in dem Film alles erleben. Und heute wollen wir mal sehen, ob die Wichser auch was können. Nicht wahr, Frau von Sinn? Bitte. Sie spielen ja nicht mit in dem Film. Nee, ne? Herr Wolfgang, auch nicht. Wir sind eigentlich ein bisschen beleidigt. Dann lassen wir die das doch alleine machen. So, genau. Ja, Entschuldigung, wir konnten nicht dafür. Hohecker war zu klein, der passte einfach nicht, dass wir mit den Balken. Und ich war zu dick. Nein. Also bei der Fortsetzung kriege ich jetzt von euch in die Hand versprochen, wir beide sind ja, dabei. Ja, natürlich. Na, natürlich. Sie so haben mich schon genommen, wir hätten nicht zusammen raufgepasst. Sie haben schon CinemaScope wegen mir genommen. Aber ging nicht an. Dann würde ich vorschlagen, dass Oliver Kalkofe einfach sich bereit erklärt, die erste Frage ad hoc zu beantworten. Ja, ist richtig. Machen wir das. Gut. Wir kommen zu Anke Arnerschuss aus Strullendorf. Nee. Ja. Und jetzt wissen das geht 5 Punkte für den Ortsnamen. Ja. Das ist auch um diese Frage genommen worden. Ja. Nein, die Frage ist noch besser. Ja, danke. Also Anke möchte Folgendes wissen. Was ist eine Einblaspauschale? Eine Einblaspauschale im Sinne von Einblasen. Zum Beispiel. Und nicht eine Blase, nein, sondern Einblaspauschale. Oder ist nach dem einen so ein Apostroph? Nein. Nein. Also Einblasen. So. Nein. Nein. Einblaspauschale. Das ist so ein Spezialangebot. Also im Bordell wie einfach All You Can Fuck oder so. Also dann so, dass man. Dass man, ne? Also die Einblaspauschale. Happy Hour. Einfach, ne? Und das kann man dann abstempeln. Happy das Hour, fünf, ja. Ich hab hier einen Gutschein. Und, Happy Hour, ne? Ja. Wäre nicht schlecht. Happy Hour. Einblaspauschale. Ja. Jetzt seid ihr ruhig. Nicht. Eine Einblaspauschale. Hat ja wahrscheinlich gar nichts damit zu tun. Ist das, glaub, wenn das dann ist alle Räder auf der Tankstelle ja die Luft gemeinsam einbläst, die Luft dann muss man weniger bezahlen. Ja, eine Einblaspauschale. Darf also wir checken alle ihre Reifen, aber es kostet sie nur ein Heiermann. Tankstelle, Aral. Ich weiß, ich hab's kapiert. Prima. Eher nein. Es ist natürlich aus dem Surfsport, wenn ich mit meinem Surfbrett, und ich habe eins, das wissen Sie alle, also nicht auf das Ding, dann ist halt immer ein gewisser Windstoß da. Und man weiß halt nicht, wie lange der anhält. Und je nachdem, wie kurz der ist, muss vorher am Strand eine Kurtaxe oder etwas Ähnliches dafür zahlen. Und das ist eine Einblas. Also wenn der Wind nur einmal bläst. Richtig, wenn der Wind nur die sehr... Die Windgebühr. Es gibt ja Wind Film auch, nicht? Wenn der Wind nur einmal bläst. Wenn der Wind nur einmal bläst. Das ist ein Film, glaube ich, gewesen. Heute in Sat.1. Ja. Natürlich. Aus unserer Sendereihe Gefährliche Lidschatten. Ja. Ja. Liebling, Sie haben meine Einblaspauschale geschoben. Ja. Disney-Film. Ja, ja, ja. Ja, alles verkehrt. Aber Sport ist ganz falsch. Also ist okay, dann lassen wir Sport mal ja grundsätzlich weg. Das ist gut, weil ich verstehe nichts davon. Gut. Ich glaube, es kommt aus der Luftfahrt. Und zwar ist das die Gebühr, die ein Fesselballon-Besitzer bezahlen muss. Das ist sozusagen das einmalige Starten auf einem Stück Wiese, wo die Luft hereingeblasen wird, damit der starten kann. Finde ich sehr nein, gut. Aber vielleicht ein Luftballon, den man so auf dem Schützenfest kauft. Also den kriegt man dann für 1 Euro den Lappen und mit einer Einblaspauschale von 5 Euro extra ja kriegt man dann den ganzen Spaß. Das ist der Mitarbeiter beim Pfeilewerfenstand, der die Dinge aufpustet. Der wird nämlich nach Ballons bezahlt. Ja. Und dann kriegt er nämlich für Rote etwas mehr, weil die ja giftig sind. Das weiß man. Ich glaube, es ist ein Begriff aus der Medizin. Ja. Herr Balder. In solchen Momenten den Mann nicht reizen. Ganz ruhig bleiben.
Das ist ein Begriff aus der Medizin, ich möchte lösen. Ja. Und zwar, ja, und zwar ist es ja so, dass heute, wie wir wissen, das ist zwar bedauerlich, aber so ist es nun mal, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, ja nicht die erste Frage ist, wie können wir Ihnen helfen oder was haben Sie eigentlich, auch bei Notfällen, sondern wie sind Sie versichert? Ja. Und bei, sagen wir mal, Fällen, in denen es tatsächlich um Leben und Tod geht, zum Beispiel bei Arteriosklerose und der folgenden Herzinfarkterkrankung oder auch einem Schlaganfall, muss ja sofort mit einem Katheter die Ader geöffnet werden, um einen reibungslosen Durchfluss des Blutes wieder zu erreichen. Und wenn man in das Krankenhaus eingeliefert wird, wird zunächst einmal, da ja nicht Zeit zu verlieren ist und auch vielleicht der Patient nicht mehr sagen kann, ob er bei der Barmer. Ich wollte heute früher nach Hause eigentlich, wenn es geht. Ich muss morgen früh raus. Also lange Rede, kurzer Sinn, das kostet halt einfach einen festen Betrag, dass man den Luft... Sag doch einfach Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja. Nein, ich spreche von einem kleinen Schlauch, der in die Venen hineingeht. Aber das glaubst du doch selber nicht, dass es das ist. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, dann hör auf. Hör jetzt einfach auf. Ja. Ich bin... beim Tauchen. Ach, dann bleib doch da. Diese Flaschen. Sauerstoffflaschen. Danke. Ja. Sauerstoffflaschen. Das Füllen einer... Füllen einer Sauerstoffflasche und es ist ein Kursus. Richtig. Und aber um den ganzen Kursteilnehmern das zu verbilligen mit dem Sauerstoff, und im Freibad rumzudümpeln, gibt es eine Einblaspauschale. Ja, Leute, die nicht die Einblaspauschale gezahlt haben, die tauchen dann sehr, sehr lang. Und sehr tief. Ich glaube, es ist eine feste Gebühr, die man bezahlen muss, wenn man von der Polizei angehalten wird und einmal in das Kontrollgerät hineinblasen muss. Die sind ja auch teuer, die Geräte. Und wenn du noch Geld hast, machst du noch eine Zweiblas. Und, vor allem der Trick ist, wenn du besoffen bist, bezahlst du die auch. Und dann ist er Körner. Ich sag's euch. Ja. Oh. Ja. Ich glaube, wir lagen nicht richtig. Vielleicht ist es ein Druckfehler. Ich glaub, wir waren nah dran. Ein Lastpauschal. Ja, genau. Wenn man irgendwo rein muss, 5 Euro, zack. Nee, es ist eine Einblaspauschale. Du hast sie bei? Dabei? Ich habe die Einblaspauschale nicht bei, aber ich zeige euch, um was es geht, wenn ich es denn so schnell rauskriege. Tempotaschentuch in Waschmaschine mitgewaschen. Kriegt ihr nicht alle raus. Was ist das? Ich sag's doch. Das sind Pellets. Das ist richtig. Was? Pellets. Kann man das Pellets. Essen? Pellets ist der umweltfreundliche Heizstoff der Zukunft. Wird aus Holzabfällen unter hohem Druck gepresst. 2 Kilo davon ersetzen etwa 1 Liter Heizöl. Ist wirklich wahr. Und diese Pellets werden mit einem dicken Schlauch in den Tank eingeblasen. Eieiei. Und beim Kauf einer Füllung wird die sogenannte Einblaspauschale erhoben. Also eine Befüllungsgebühr. Das konnten wir ja gar nicht wissen. Nee, ist ja auch schön. Trick. Anke Arner Schuss aus Strohlendorf, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Simon Sauter wohnt in München und möchte wissen, warum werden in Kalifornien Uhren gebaut, die jeden Tag 39 Minuten nachgehen? Warum werden in Kalifornien? Warum werden in Kalifornien nicht, Uhren gebaut, die jeden Tag 39 nicht, Minuten nachgehen? Ich habe eine Idee. Es könnte aber auch sein, dass Sie mit dieser Idee 39 Minuten länger gehen. Weiß. Reibt dir die Nase und sagt die Antwort. Oh. Ich weiß es aber nicht, ob es stimmt. Ja, los, raus damit. Also ich glaube, es hängt irgendwie mit der Raumfahrt und der Astronomie zusammen, weil es gibt, der Mars-Tag zum Beispiel ist irgendwie kürzer oder länger und dafür gibt es ganz spezielle Uhren, damit man immer weiß, wie viel Uhr auf dem Mars ist. Es kann aber sein, dass es länger ist. Ist schon eine halbe Stunde später, ich muss auf Mars sein. Mars ist eine richtige Antwort. Ja! Das stimmt wirklich, dass diese Uhren im Auftrag der NASA gebaut werden. Grund den Mitarbeitern an den verschiedenen Mars-Missionen der NASA ist diese ständige Umrechnerei auf den Wecker gegangen, weil der Mars 24 Stunden und 39 Minuten hat. Mussten die also laufend hin und her rechnen. Und jetzt hat die NASA eine Uhr in Auftrag gegeben und die bauen jetzt da diese Uhren, die einfach 39 Minuten nachgehen. Und so haben die immer die exakte Zeit auf dem Mars. Schön. Absolut richtig. Dann fragen, wie das geht. Haben die dann mehr Ziffern? Wie funktioniert das? Ich weiß auch nicht, wie wir machen. Wo holen die extra 39 Minuten denn her? Ja, die lassen die vielleicht irgendwo in Thailand herstellen. Da ist das gang und gäbe. Ich frage jetzt mal. Das sind die Uhren am Bahnhof. Aber die Frage, wie viele Leute wohnen denn jetzt auf dem Mars, die diese Uhren kaufen?
Also ist doch irgendwie ein scheiß Es ist Geschäft, albern. Ja. Also den Marsbaum jetzt um die 39 Minuten weniger haben. Ja, das macht mich ist albern. Ja, Simon, es tut mir leid, das wurde gewusst. Nichtsdestotrotz machen wir weiter und kommen zu Markus Steinkamp. Er wohnt in Wallenhorst und möchte Folgendes wissen. Warum wurde 1991 die komplette Auflage eines Uli Stein Schreibblocks beschlagnahmt und anschließend vernichtet? Uli Stein, Uli der Stein Torwart, kennen wir alle. Der Torwart vom HSV? Der Zeichner. Der Zeichner. Ach so. Hat einen Block gemacht und der wurde wieder zurückgerufen. 1991. Die komplette Auflage eines Uli Stein Schreibblocks wurde beschlagnahmt und anschließend vernichtet. Warum? 91. Wiedervereinigung. Es war ein Mauerwitz drin. Nee. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ja. Was war denn so das Übliche, dass es, sagen wir mal, ein Plagiat war, dass irgendwelche Raubdrucker irgendwie war das sozusagen, wie man das ja auch von Markenwaren kennt. Also Rolex Uli Stein gehört ja zu meinen Lieblingszeichnern. Ich habe den sehr gerne und der ist ja gerne ein bisschen makaber auch und zweideutig. Und war das, hat es was mit den Gefühlen von irgendwelchen Minderheiten zu tun? Nee. Hat es was mit Emblemen zu tun, die wir nicht mehr sehen wollen? Nee. Es gibt so ein schwarzes Buch von ihm, wo nur Sachen drin sind, die früher auf Blöcken waren, die dann komplett in der Auflage wieder eingesammelt wurden. Das ist auch eingesammelt, weil es halt so dunkel war. Ja, aber, ja, sein Name war falsch geschrieben. Nein. Nein. Also keine Befindlichkeiten von Uli Stein. Gibt es ja irgendwie diese beiden lustigen Salzstreuer, wo die beiden Tiere da miteinander... Nein. Das ist es auch nicht. Ja. Was war 91 noch? Ganz ordentlich. Er hat einfach bei seiner blöden Maus den Schwanz vergessen. Und dann aber deswegen wird ja keine komplette Auflage beschlagnahmt. Naja, die Mäuselobby in Deutschland. Oh, ja, 91. Komplett die gesamte Auflage. Ein Fehldruck. Auf der Rückseite war vielleicht irgendetwas anderes. Oder sie haben es irgendwie falsch rum gedruckt. Nämlich so, dass man, wenn man den Block... Das wäre ja egal, aber man könnte ihn ja wenden. Aber es ist halt so, also nicht irgendwie, dass es verkehrt rum ist, so dass der Klebestreifen oben ist und die Mäuse alle nach in die falsche Richtung gucken und so. Man kann sozusagen nur auf die umgedrehte Maus schreiben oder sowas. Nein. Ach, so ein Block ist doch oben immer so gebunden mit so einem Klebestreifen ähnlichen Teil, mit so einem Schleimding. Die Frage ist, ich glaube, so ein einfacher Fehler wie ein Druckfehler oder Herstellungsfehler ist es wahrscheinlich nicht. Weil da hätten sie nicht so viel Spaß, Herr Balder, das meint sie. Richtig. Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie etwas, was mit dem einen Motiv zusammenhängt, was auf allen Blättern drauf ist, denn an sowas haben sie Spaß, Herr Balder. Ja. Und jetzt seid ihr wieder dran, liebe Kollegen. Ja, ich denke, das war ja erst schon rausgekommen, oder? Also das war schon auf dem Markt. Ja, dann ist jemand das aufgefallen und dann war die Hysterie groß. Ja. Also glaube ich, dass es sich um ein Politikum gehandelt hat und bin eigentlich beim Geheimdienst. Dass der zufällig irgendetwas... Ich habe einen Frosch im Hals, Kinder, macht ihr weiter. Absolut. 91, was Politisches läuft. Ich mache das weiter. Und zwar war da nämlich der Golfkrieg. Vielleicht haben da einfach zwei Katzen oder zwei Golf Mäuse gespielt, und sowas Golf alles. Gespielt. Golf gespielt, ganz genau. Nein, oder irgendwas Vergleichbares irgendwie mit einer Rakete aufeinander geschossen. Nee, es hat nichts mit dem Golfkrieg zu tun. Völlig richtig. Aber es ist was Politisches. Es ist auch nichts Politisches. Könnte es sein, dass das Papier von dem Block aus Tropenhölzern gewonnen wurde? Ach... Dann wurde der Block in die Tropen geschickt, die haben sich tierisch gefreut. Und wieder eingepflanzt. Ja. Könnte es sein, dass dieser Block ein Einlegeblock mit Löchern war für ein Filofax und die aus Versehen die Löcher an falschen Stellen gemacht haben? Die und Löcher zugemacht hatten versehentlich. Das ist hat es was mit Uli Stein zu tun? Ja, natürlich. Dann ist das falsch. Schon mit dem Bild, also nicht irgendwie das Papier vergiftet. Was war das, ein Schreibblock? Ein Schreibblock. Das heißt, es war oben gibt es nur ein Cover und in der Mitte sind karierte oder linierte Blätter. Sie hatten die Linien vergessen. Ja, genau. Das war nämlich da war nämlich vorne eine Maus. Ich erinnere mich genau. Es war 98 und zwar. 91. Meine ich doch. Und zwar, ja genau. Und es stand nämlich 98 auf dem Block drauf. Und das ist falsch. Nein, es war ein Schreibblock, wo jemand etwas geschrieben hat. Es waren aber Karos innen drin. Und jetzt hat, ich meine, die Lobby der Pädagogen in Deutschland ist natürlich, da haben nämlich die ganzen Grundschüler sich verschrieben. Und das sollte also nicht so sein. Jetzt so spontan die Theorie eben bei einem Schreibblock. Es gibt doch diese Möglichkeit mit dem. Und dann bewegt sich Daumenkino. Dass vielleicht durch Zufall ein Daumenkino entstand, wo irgendwelche Messages ver... Nee, Quatsch. Das sahnische Fernsehen. War der einfach schon beschrieben, genau, so der Blog. Der war schon voll. Da waren private Notizen von Uli Stein einfach drauf. Heute einkaufen, bezählen und so weiter. Kann ja sein. Also es ging schon um ein Bild. Um ein Motiv. Um ein Motiv, was da drauf war. Was Schreibblock war. Und da gar nicht hingehört. Es war gar kein Bild von Uli Stein auf dem Block, sondern von einer anderen Comicfigur. Eine Diddelmaus. Marsupilami und wie diese schönen Sachen heißen. Nein, auch nicht. Ich habe ihn da, ich kann ihn euch zeigen.
Würden wir dann drauf kommen? Du hast diesen vom Markt genommenen... Wir haben den einzigen Block bekommen, der vor diesem Massaker... Ist ein Block. Den haben wir noch. Und sie zeigen uns den gleich. Und dann verstehen wir auch sofort, warum der komplett eingeschaut werden musste. Der blättert sich zur falschen Seite hin. Soll ich euch zeigen, aber dann ist beendet. Oder? Also, stimmt das jetzt oder nicht? Nein, stimmt nicht. Ich zeige ihn euch, aber dann ist beendet. Aha. Ich mache die Brille nicht auf. Ich sehe nichts. Ach, das ist alte, ein 20-Mark-Schein. Ja, das ist verboten. Allerdings nicht mit Uli Stein, nicht mit der Clara Dame Schumann. Drauf, mit Elspeth Tucher, sondern mit der Steinmaus. Und wenn man den richtig gut damals geknickt hat, dann ging der als echt durch und ein Busfahrer ist drauf reingefallen. Nein. Und daraufhin stand bei Uli Stein die Landeszentralbank Niedersachsen vor der Tür. Er musste 1065 Mark Strafe zahlen. Aus. 1065 Mark Strafe musst du auch noch bezahlen. Aber jetzt, wo du es zeigst, muss ich sagen, also ich werde auch drauf reingefahren. Vor allem die Rückseite auch. Ganz, die Rückseite ganz war dann, wenn man damit bezahlt hätte. Ja. Da konnte man ja sogar 50 Mark draufschreiben auf die Rückseite. Ja, das ist ja wunderbar. Markus Steinkamp aus Weilenhaus, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Er wohnt in Herne, heute Abend ist sie bei uns. Julia? Da ist sie. Julia. Dort. Julia. Julia, schön, dass Sie da sind. Sie haben eine sehr schöne Frage und ich bin sehr gespannt, ob die 500 Euro Ihnen gleich gehören. Mal gucken. Julia möchte gerne wissen, wie kam es, dass der britische Opernstar Quentin Hayes in Birmingham regelrecht um sein Leben singen musste? Oh, weil. Kleine Info, er sang eine Arie aus Rossinis Barbier von Sevilla. Was ihm vermutlich das Leben gerettet. Die Bierbar von Sevilla. Also, dass er genau diese Arie gesungen hat, hat ihm vermutlich das Leben gerettet? Nee, er sang halt diese Arie. Könnte es sein, dass er nicht nur das hohe, sondern das höhere C hat singen müssen, um Glas zum Zerbersten zu bringen, um aus einem Fenster entfliehen zu können? Weil es zum Beispiel gebrannt hat. Genau. Ich wollte nicht gleich alles sagen. Es könnte sein, aber es war nicht. Aber ich war in der Tat auch beim Brand, dass der weiter singen musste, damit die geordnet hinten aus dem Saal rausnehmen konnten, die Menschen, die Zuhörer. Sehr schön. Dann den schönen eisernen Vorhang runtermachen, was ich ja die fieseste Erfindung im Theater finde. Besonders, wenn einer drunter steht. Absolut, das haben wir schon erlebt. Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn es dann so runtergeht, stelle ich mir mal vor, dass die Leute noch so la 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 so weiter singen, wenn alle tot sind. Hm? Kann man mal aber vielleicht musste er tatsächlich seine Stimme erheben, weil er der Einzige war, der sich so laut mit seiner Stimme hat bemerkbar machen können, dass ihn zum Beispiel Rettungskräfte haben hören können. Die menschliche Sirene, er hat die Sirene gesungen, weil es brannte und die Sirene ist ausgefallen. Also er hat keine Sirene gesungen, es hat auch nicht gebrannt. Also hat er vielleicht festgestellt, dass er irgendetwas, was auf der Bühne passiert ist, überdecken muss und deshalb immer weiter gesungen, damit die Zuschauer da unten das nicht merken. Zum Beispiel? Handwerksarbeiten, ganz normal, Handwerksarbeiten. Aber warum das hat das Publikum hätte ihn dann umgebracht, wenn man das gehört hätte. Also wenn der natürlich. Der hat gesungen eine Arie aus Rossinis Barbier von Sevilla. Und das war Quentin Tarantino, hieß er. Das war Quentin Hayes. Also Kill Barbier von Sevilla ist das nicht ein Friseur? Barbier? Ein Barbier ist doch ein Rasierer. Also vielleicht hat es was mit der Klinge des Rasierers zu tun? Hat das überhaupt was mit der Oper selbst zu tun? Nein. Er hätte irgendwas singen können. Wenn er aufgehört hätte zu singen, dann wäre er gestorben. Er hatte nur einen Lady Shave. Nein, das kann auch nicht. Ist es so, wenn er aufgehört hätte zu singen, wäre es für ihn... Zu 99% wahrscheinlich. Wäre er wirklich tot gewesen? Wahrscheinlich. Vielleicht hatte er ja irgendein Krankheitsbild. Ah, er hat das verschluckt. Was? Den Lady Shave. Ist falsch, aber was? Vielleicht den Rasierschaum. Ah, jetzt ist ganz falsch. Das Rasiermesser, nein. Vielleicht muss, ich dachte jetzt... Wird der Barbier von Sevilla am Schluss nicht erhängt in dieser bekannten Oper? Und ist es nicht so, dass der am Schluss schon eine Schlinge um den Hals hat? Das ist der Waffenschmied. Ja, genau. Nein, die Oper des Schlaumeier ist das. Das ist die Oper des Schlaumeier? Ja. Aber ist das nicht so, dass er so ein Ding um den Hals hat und er merkt schon oben, die Jungs kapieren nicht, dass er ziehen muss und er hat jetzt Angst, da komme ich nie wieder raus aus dieser Geschichte. Das Lied vom Tod. Ja, das ist aber keine Oper. Nee, nicht wirklich. Vielleicht hatte der ja irgendwie einen Asthmaanfall und durch diese Gesangstechnik war er in der Lage, sich weiter bei Atem zu halten. Ja, indem er sich zum Beispiel beatmet. Zum Beispiel, indem er sich gut, indem er sich umgedreht hat und noch mal so nachgezogen hat, wie das ja Heinz Schenk mal gemacht hat, als ihm die Zähne rausgefallen sind. Ja, zum Beispiel. Nein, ist es auch nicht. Der hat sich über das Singen Luft zugefügt, die er sonst nicht bekommen hätte.
Naja, das tut man ja eigentlich nicht, sondern eigentlich wenn überhaupt das Gegenteil. Also die Frage ist ja, ob er tatsächlich durch die Technik oder durch den physischen Vorgang des Singens sich vor dem Tod bewahrt hat oder ob es sozusagen indirekt etwas anderes bewirkt hat. Können Sie das irgendwie beantworten? Herr Balder. Sollen wir Ihnen das mal erklären, Herr Balder, was er gemeint hat? Ich überlege gerade auch, ob ich dazu was sagen kann. Er hat das schon verstanden, Herr Hohecker. Ich glaube nicht, dass es an deiner Formulierung lag. Ich glaube auch nicht. Also mit der Technik hat das, glaube ich, in erster Linie mal weniger was. Er war allergisch gegen die Stille. Hätte er auch irgendwas... Nur wenn er aufhört. Wenn er aufhört. Dann nichts gehört. Nur gesungen. Wenn er auf der Bühne bleibt, vielleicht sogar an dem Ort, wo er steht und sozusagen immer weiter singt, kann ihm nichts passieren. Das ist also eine örtliche Begrenzung. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, draußen ist irgendein Brand. Nein, kein Brand. Eine Überschwemmung? Nein. Ich singe einfach mal weiter, während die anderen den Notarzt holen, bevor die anderen dann kommen. Aber das hat ja nichts mit ihm zu tun. Vielleicht aber er hat absolut gesungen bei der Hochzeitsfeier von irgendeinem Mafia-Paten oder so. Ja. Und das, die haben rausgekriegt, dass er was mit der Braut hat und haben gesagt, du singst jetzt, wenn du aufhörst zu singen. Ich erinnere mich jetzt genau, was da passiert ist. Das war nämlich 98. Und zwar war das nämlich folgendermaßen. Die Frau, die Bühnenpartnerin von ihm gespielt hat, die hat zum ersten Mal gespielt und ihr Vater hat dabei zugeguckt. Jetzt verliebt sich der Barbier ja in diese Frau. Das wollte der Vater nicht und hat gesagt, wenn du mit da runterkommst, dann hau ich dir die Fresse an, ich bring dich um. So, innerhalb des Liedes ist es jetzt inhaltlich so, dass gesagt wird, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und dann, ich liebe dich nicht. Und dann war der Vater beruhigt. Macht ihr doch weiter. Vielleicht war er zu viel. Aber eigenartigerweise... Nein! Vielleicht war er... Es war alles völliger Blödsinn, aber die Jahreszahl stimmt. Okay. Okay. 10 Euro werden gestrichen. Vielleicht war der Mann zum Tode verurteilt zuvor, wegen irgendetwas. 98. Und, ist ja in Spanien, da gab es ja noch den Diktator. Dafür habe ich mich nicht bemüht, Olli, dass du jetzt mit etwas kommst. Ich dachte, dass vielleicht die Todesstrafe laut Gesetz umgewandelt wird in eine lebenslange Haftstrafe ab einem bestimmten Datum. Und er einfach über dieses Datum hinausgesungen hat. Nein, er hat vielleicht einfach, haben die einen letzten Wunsch und er hat gesagt, ich möchte noch ein Lied singen. Und da hat er einfach, wenn er aufhört, möchte noch mal der Barbier von Sevilla. Er singt heute noch. Ja, er singt heute noch, wenn er aufhört. Mit so vielen Leuten, die so auf ihn zielen noch. Nein, aber ich weiß vielleicht wirklich, weil Sevilla liegt doch in Indien und deswegen hatten sie vielleicht einen Tiger auf der Bühne. Und vielleicht auch in Afrika und es war ein Löwe, ist ja egal, irgendein wildes Tier. Und er hat es in Hypnose, das weiß ich Das war in Birmingham. Ein wildes Tier aus dem Zoo, in Birmingham zugeschaut hat. Da gibt's ja weil es war Tag der offenen Tür im Zoo gewesen. Und deswegen waren da dann... Das AIDA, was du meinst. Das, ja. AIDA sind die Elefanten und die Kamele. Also ich sag's euch mal, ihr werdet nicht drauf kommen. Absolut. Quentin Hayes, britischer Opernsänger in Birmingham, spielte 1998 in einer modernen Oper, einer ganz modernen Oper, eine Rolle, die von ihm verlangte, sich wie ein Skinhead zu kostümieren. Union Jack Shirt, Glatze, Springerstiefel etc. Und er hatte das Opernhaus in vollem Kostüm verlassen, um frische Luft zu schnappen, als er von zwei bewaffneten Schwarzen angegriffen wurde, die ihn für einen Rassisten hielten. Hayes beteuerte, seine Kleidung sei nur ein Kostüm, er sei Opernsänger, das man ja dann so sagt. Und die beiden wollten das nicht glauben und verlangten von ihm, dass er auf der Stelle eine Kostprobe seines Könnens geben sollte. Er schmetterte daraufhin eine Arie aus Rossinis Barbier von Sevilla. Und dann haben sie ihn trotzdem zusammengehauen. Nein. Die beiden waren voll überzeugt. Treuten sich des Weges und ließen ihn unbehelligt. Ach, super Geschichte. Das war gar nicht der Hit. Es gibt 500 Euro für Julia. Ich gratuliere. Sehr gut. Spitzengeschichte, oder? Ja. So war das. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage haben, können Sie uns die schicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 101120 oder einfach die E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir kriegen so viele Fragen immer von den Zuschauern, die gerne wissen möchten, welche Fragen denn schon gestellt wurden, damit Sie die nicht nochmal schicken. Kann ich Ihnen ein kleines Hilfsmittel empfehlen? Können dieses Buch kaufen, wenn Sie möchten? Das gibt's jetzt. Genial daneben. Da stehen ganz viele Fragen drin. Ist auch sehr witzig. Also wir sind auch ein bisschen comedy-technisch hier abgebildet. Auch so sieht das dann aus. Ach, nein. Oh, wer hat denn wir sind gemalt worden von Bernhard. Habe ich Haare gekriegt oder? Also liebe Kollegen sind drin und ganz viele Fragen sind drin. Sie können das zu Hause auch selber spielen. Und
Sie können es zu Hause auch selber lesen. Sie können es auch lesen und Sie können es vor allem auch kaufen, wenn Sie möchten. Kann ich nur empfehlen. Genial daneben. Gibt es jetzt als Buch. Eine Frage speziell an die Musiker unter euch. Da haben wir eine ganze Menge heute hier. Johanna Schank aus Reutlingen möchte wissen, warum sind Stuten selber schuld, dass mit ihrem Schweifhaar keine Geigenbögen bespannt werden? Und das Kolophonium nicht hält. Gehe ich jetzt davon aus, dass die Schweifhaare von Hengsten dazu benutzt werden? Ja. Und von Stuten nicht? Ja. Hengstschweifhaare werden benutzt, um Geigenbögen zu spannen. Ja, aber die Spannung von Geigenbögen wird aus Rosshaar gefertigt, und zwar nur aus dem Schweifhaar von Hengsten. Ich glaube, nur Hengste haben kleine Widerhaken an den Schweifen. Denn, ja, ihr guckt dumm, also ich weiß, ich muss erst mal... Und das, obwohl ich was gesagt habe, das ist das, was mich fasziniert. Weil man kann nämlich einen Geiger damit ärgern, dass die müssen nämlich immer gegengleich gemacht haben, weil diese Haken gehen nur in eine Richtung. Und wenn man nämlich bei einem Geigenbogen zum Beispiel die Haare alle so sortiert, dass sie in eine Richtung nur diese Haken haben, dann hört sich so eine Geige so. Und Stuten haben überhaupt keine Widerhaken an denen. Bernhard Hoecker ist übrigens nicht Musiker, weil er weiß nicht, wie eine Geige klingt. Da gibt's auch einen Kinderreim. Ja. Stuten klingen einfach scheiße. Ja. Ich meine, oder? Schuld sind. Und wenn also die Beschaffenheit des Stutenschweifhaares von Natur aus anders, nämlich mit Widerhäkchen, wäre, dann wären Sie es ja nicht selbst schuld. Habe ich damit recht? Nein, also, jetzt haben wir Sie sind natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist doch ein Formulieren Sie einen so, Herr Walder. Da will ich mal vorher. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, die machen sich da immer so gerne Schleifchen rein und so. Deswegen haben wir die nicht mehr benutzen. Aber das wäre ja eine ganz falsche Richtung. Weil die sich immer Haarspray reinspülen. So. Genau. Aber jetzt, wo ich so überlege, vielleicht sind sie doch selbst schuld. Ja. Oh. Also, siehst du? Aber es ist was von Natur gegebenes, ne, Herr Balder? Die sind zu dünn. Weil die sind ja unter Spannung. Ja, die sind Stuten, zu dünn. Nein, die Haare von den Stuten. Die Haare, die Schweifhaare von den Stuten, nein. Die sind genauso dick wie vom Hengst. Siehst du? Vielleicht machen die Stuten ja mit ihrem Schwanz irgendetwas, wenn sie Fohlen säugen oder bekommen. Was nehmen das als Zahnseide. Und deswegen wenn man es nicht weiß, könnte man durch Überlegungen drauf kommen. Ja. Ich glaube einfach, dass Haare von Hengsten besser stehen. Also anderes Thema. Ich glaube, du verwechselst jetzt. Naja. Holen Sie nochmal die Pellets raus, die will ich nochmal sehen. Genau. Zeig ich wieder irgendwas gepresst. Und, okay. Also die Farbe sind nicht gefärbt. Frauenhaare sind ja oft gefärbt. Bei den Hengsten. Bei den Hengsten eben nicht. Bei den Stuten. Ja, na, sicher. Ich habe noch keine Stute gesehen, wo die Schweifhaare gefärbt sind. Hamburg. Meinst du, dass die das verraten? Das sind doch Pferde, die können doch nicht sprechen. Also warum sind die weiblichen... Die können aber auch nicht färben. Warum sind die Frauen? Sie lassen färben. Ja, gut. Welche Frau färbt schon selbst? Höchstens Frauen, die Henna benutzen. Geben die was für Geigen her? Die kennen sich doch gar nicht aus in der Geigenmusik. Nein. Ich habe den Überblick verloren. Mach ruhig weiter. Also, hast du eigentlich schon mal welche für so einen Bogen gehört? Nein. Das ist so eine Mini-Geige, so eine Piccolo-Geige. Aber was unterscheidet jetzt so ein blödes fucking Haar von so einer fucking Stute, von so einem fucking Haar von so einem wunderbaren Hengst? Das ist die Frage. Wie gesagt, ich kam ja spontan auf das Werfen an sich. Das Gebären von kleinen Füllen, Fohlen. Die Frage ist, ist die Stute ein ganz normales weibliches Pferd oder ist die Stute ein Pferd, was schon ein Fohlen geworfen hat? Dann wäre es ja... Das ist wurscht. Oder ist sie unkoloriert? Dann spielt es nämlich die Geschlechtlichkeit keine Rolle. Vielleicht dann muss es etwas sein, was von Natur aus immer so ist. Vielleicht hat eine Untersuchung der Universität Michigan ergeben, dass weibliche Pferde unmusikalischer sind. Oder ein Kontrabass werden. Ein Kontrabass. Ja, genau. Die Felle von den Pferden, weiblichen Pferden werden für Trommeln benutzt. Nicht die Felle, ich rede doch ja, von... Ja, deswegen sage ich ja, und zur ausgleichenden Gerechtigkeit hat man die Hand. Damit die nicht so... Das ist ja alles völliger Quatsch. Also, wir müssen, weil sie sich nicht schneiden lassen. Die Haare? Die Haare. Wenn ein Friseur kommt, treten die aus, meinst du? Ganz genau. Ja. So wie ich.
Ja. Und ja, das könnte auch eine Möglichkeit sein, dass also gar nicht möglich ist. Wieso sagt der alte Mann, wenn wir überlegen, könnten wir drauf kommen, Herr Hohecker? Das ist doch eine Provokation. Ding ist wieder, das muss zu dünn sein. Wenn wir nicht so blöd wären, oder zu dünn oder zu kurz. Was nicht, aber wieso sagt er, wenn man genau überlegt, könnte man drauf kommen? Also was unterscheidet erstmal eine Stute von einem Hengst auf so einer Koppel? Der Pillermann. Das ist weiter unten. Länger, der vielleicht die Länge. Vielleicht hat ein weibliches Pferd einfach nicht... Der Pullermann! Natürlich, wenn der Hengst Pipi macht, dann geht das Pipi von ihm weg. Die Stute wird aber am Ende Pipi machen und das Pipi geht an den Schweif und deswegen... Richtig, ist das Pipi. Die Harnsäure wird irgendwas mit den Haaren machen, dass man das nicht mehr benutzt. Ja, also durch den ständigen Kontakt mit dem scharfen Urin sind die Schweifhaare von Stuten nicht so reißfest wie die von Hengst. Das macht Sinn. Aber ich habe gesagt, wir man kann das doch. Ja, das war ja eine schöne Hilfe. Ja, Johanna, seien Sie mir nicht böse, aber das ist Ach so, weil Sie geholfen haben, müssen wir dir jetzt 250 Euro geben? Nein. Nein. Hildegard Röschner wohnt in Bensheim und möchte wissen, was ist ein Seitenlinienorgan? Ein Seitenlinienorgan? Ja. Das ist ein öffentlicher Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, auf der Autobahn die Seitenlinie zu malen. Das ist das Organ, das macht immer was für dich. Ja, ich wäre jetzt auf dem Fußballfeld oder auf einem Fußballplatz oder auf irgendeinem Sportfeld, weil da gibt es ja eine Seitenlinie. Und aber was ist ein Organ? Ja. Ich glaube ganz einfach, dass das die Stimmbänder von John McEnroe sind. Das war vor 40 Jahren mal ein Tennisspieler. Ich kenne ihn ja noch. Weil immer, wenn der Ball seiner Meinung nach noch auf der Linie war und der Schiedsrichter aber gesagt, der Ball ist out, dann hat er besonders stark mit seinen Stimmbändern. Okay, dann wolltest du nicht weiter. Sehr guter Vergleich. Ich hatte das schon lange weitergegeben. Ist das Organ vielleicht irgendein Warnsignal oder so ein Signal? Also gibt es da so Hupen und sowas am Boxring, irgendein Gong oder irgend sowas vielleicht? Nein. Falsch. Ja, danke. Ist es ein richtiges Organ? Also ist es vielleicht, wenn so der Metzger guckt, was wie er die Kuh zerteilt, dann malt er das wahrscheinlich erst mit Kreide auf und macht so die Linien, damit er so weiß, so ein Schnittmusterbogen. Und dann sind die Organe, also so die Leber und die, was ist das, auf den Seitenlinien sind die Seitenlinienorgane. Finde ich gut. Und das andere ist das Mittelfeldorgan und dann gibt es noch Rechtsaußen, Linksaußenorgane. Faulorgane. Abseitsorgane. Also so ein krasses Organ ist es nicht. Aber es ist ein Organ. Weil es gibt nämlich die Seitenstrangangina. Das nur mal so eingeworfen, jetzt seid ihr wieder. Klar, danke. Möglicherweise ist der zweite Teil dieses zusammengesetzten Hauptwortes in Wahrheit ein englisches Wort, also eine Seitenlinienorgan, also eine Orgel. Und das ist jemand, der in Amerika beim Eishockey immer, wenn Pause ist. Oder? Ja, in Michigan. Ist es denn vielleicht so simpel, dass es sich in der Tat um die Organe oder das Organ eines Menschen handelt, was eben an der Seitenlinie des Körpers ist, wie zum Beispiel keines Nierchen? Menschen. Hm? Keines Menschen. Ein Fisches im Wasser. Ein Alien. Nein, das Gesicht ein heißt Zombie. Kein Fisch. Der weiße Hai. Nicht eines Menschen. Ein Fisch? Ein bestimmter Fisch? Ein Seitenlinienorgan ist einfach nur die Flosse, die Seitenflosse? Ein bestimmter es gibt Fisch. Doch so Fische, die haben hier so... Ich höre ihn nicht. Ein bestimmter Fisch! Ein bestimmter Fisch. Müssen wir den Namen von dem Fisch kennen? Natürlich. Also wie Flipper oder Moby Dick. Natürlich. Horst heißt er. Horst, der Fisch. Diese flachen, diese ganz flachen Fische. Die jetzt lass uns nicht in Raterei ausarten, ich gebe euch... Nein. Das Ungeheuer aus dem Amazonas. Okay, dann gebe ich euch nicht, dann möchte ich auch noch wissen, wenn ihr den Fisch habt, für was das Organ da ist. Kein Problem, machen wir. Dann ist es der Aal. Der Aal? Ja, weil er ist selbst eine Seitenlinie. Es ist der Hering in Tomate. Was am Rand liegt. Ach, und das Seitenlinienorgan ist das scharfe Ding, wo man sich immer schneidet. Nein, das ist die Aufrisslinie an der Fischtube. Genau. Fischpaste, Tube, ABBA, von ABBA. Ist bekannt? Nein, auf keinen Fall. Ich bin zu alt. Das war ein Song von ABBA, mein Seitenlinienorgan. Es gibt eine Fischfirma, die ABBA heißt. Ja, ich weiß.
Ja, also. Ich dachte mal, das wäre eine Gesangsgruppe. Ist es denn bei Tintenfischen die Beinchen, die an der Seite vom Tintenfisch sind? Nein. Fängt der denn an und hört auf? Das weiß ja gar nicht. Wir reden vom Wal. Wir reden vom Wal. Das ist kein Fisch. Das ist kein Fisch. Absolut nicht. Wir reden von einem Schwertfisch. Aber das könnte auch ein Säugetier sein. Ein Manta. Das ist ein Out. Ein Mantelrochen. Nein, nein, das ist ein Rochen. Ein Vectra. Vielleicht sind das, ich kenne diese Fische, hier diese ekligen Haare, die so ganz ganze Fische. Das ist die Zacherl von Pussy. Ja. Ich werde es euch sagen. Ein Zebrafisch. Moment, Herr Walder, ist es ein Süßwasserfisch? Ich sag's euch jetzt. Ihr ratet nur, ich sag's. Ihr wisst ja auch gar nicht, was es für ein Organ ist. Natürlich. Also, ja, aber wir wollten ja erstmal den Fisch erraten. Auch dann wisst ihr das nicht. Also. Moment! Das sogenannte. Sag doch lieber mal, versuchen wir es doch mal. Sie sagen den Fisch und wir sagen Ihnen das Organ. Nee. Also, das sogenannte Seitenlinienorgan ist ein wichtiges Sinnesorgan des Hais. Das Seitenlinienorgan wird auch Ferntastsinn genannt. Es verläuft auf beiden Seiten des Hais vom Auge bis zur Schwanzflosse und registriert auch noch so geringe Druckveränderungen im Wasser. Der Hai kann also mit Hilfe des Seitenlinienorgans bewegliche Objekte orten und identifizieren. Vor allem nackte Schwimmerin, das haben wir in dem Film nackte damals Schwimmerin, gesehen. Sowas. Ja. Ja, jetzt wissen wir es. Hildegard Röschner, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Spricht sie auch Kathleen aus, denn sie schreibt sich wie Kathleen. Kathleen Fugmann aus Sagen Aue. Sagen Sie bitte Kathleen, weil das TH liegt Ihnen nicht, Herr Ball. Sonst wäre es ja sonst wäre es auch Kathleen Fuckman. Und das Sagen die Kathi. Sagen Sie doch die Zusenderin, dass wir auch noch. Denn sie wohnt in Aue, liegt in Sachsen und die Kathi, Katie. Möchte gerne wissen, warum gab es an der Jobbörse der Disney Parks im März 2002 plötzlich einen Bewerberansturm? An der Jobbörse der Disney Parks? Im März 2002 gab es plötzlich einen Bewerberansturm. Vielleicht, weil Dagobert Duck zum ersten Mal Viagra probiert hat. Deshalb ist er auch so okay, blau. Weil in dieser Zeit der Film Lilo und Stitch herausgekommen ist. Wenn ich mich nicht irre, und Lilo und Stitch sind zum ersten Mal in der seltenen Geschichte der Disney-Zeichentrickfilm-Klassiker keine Tiere, sondern Menschen. Und diese Tiere werden ja vorher, also Baloo der Bär zum Beispiel, von lustigen Studenten im Disney Park dargestellt, die in so ein Kostüm. Sind echte Bären. Das sind echte Bären natürlich. In ein Kostüm, die in ein Kostüm reinschlüpfen. Bei Lilo und Stitch dagegen sind es echte Menschen, die man sozusagen nur anmalen und verkleiden muss. Und denen ist in diesen lustigen Figuren und in diesen lustigen Pelzen nicht so heiß. Falsch. Falsch. Danke. Ja. Aber sie haben es alle geglaubt. Ja. Das ist eine sehr überzeugend. Wenn Sie von der Disney-Jobbörse sprechen, dann meinen Sie ja nicht nur, dass in den Disney-Parks, dass die sich auf die Disney-Park-Jobs... Doch. Ach, Sie reden von den Disney-Parks? Nur von den Parks. An der Gut, also ich weiß zumindest, dass die so eine Kleiderordnung immer haben in den Disney-Parks. Sie dürfen keine Bärte tragen und keine Sonnenbrillen und vielleicht haben die das ein bisschen gelockert. Was haben sie gelockert? Die ihre Kleider, ihre Outfit-Vorschriften. Welches? Bärte, die Nummer mit den Bärten. Richtige Antwort. Im März 2002 wurde nach 43 Jahren ein von Walt Disney persönlich erlassenes Verbot aufgehoben. Erstmals durften sich Männer mit Vollbärten Hoffnung auf einen Job in einem Disney-Vergnügungspark. Und vor allem Frauen mit Vollbärten. Ja. Das Leben weiß Hella das auch so genau. Ja, Kathleen, Fugmann aus Aue. Es tut mir leid, Frau von Sinn hat's gewusst. Wir kommen zu Markus Diehl, er wohnt in Berlin und... was eine Idiotie ist, wissen wir ja alle, aber er möchte wissen, was ist denn eine Kälteidiotie? Kälteidiotie, das ist, glaube ich habe das mal gesehen in einem Film, dort wurde jemandem die Augen verbunden und es wurde ihm vorher gesagt, er würde jetzt mit einem Brenneisen, würde er jetzt gefoltert. Und man hat ihm aber in dem Moment dann einen Eiswürfel an den Rücken gehalten und er hat aber in dem Moment gedacht, er wird verbrannt. Ich glaube, dass der Körper bei solchen Reizen manchmal nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, ob der es Körper ganz heiß ist ganz oder ganz blöd, willst du sagen. Ja. Ansatz ist... Richtig. Der und Ansatz ist richtig. Also ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, das Phänomen, dass man eigentlich denkt, dass man im Winter heiß duschen soll, wenn einem kalt ist, aber falsch. Man soll ja kalt duschen,
damit einem warm, ja, damit es warm, damit man warm wird im, wenn Winter. Man, wenn man im Winter oder Sauna zum Beispiel. Also wenn man zu doof ist, die Heizung aufzudrehen im Winter. Kälte hier dann. Ja. Also diese Spandinger nehmen, die er noch in der Tasche hatten. Ne? Ja. So, aber ja, das stimmt. Man soll ja auch warm trinken, wenn einem warm ist, und nicht kalt trinken. Das ist also total der Ansatz idiotisch. Eben war richtig. Das heißt also, mit den Augen verbinden. Nee, mit dem Leim, der war richtig. Mit dem Leim-Ansatz. Vielleicht ist es das Phänomen, wenn man... Ich verbrenne, aber erfriere. Das ist es doch wahrscheinlich. Also ich verbrenne, ich werde in ein Feuer geworfen. Ja, aber das bezeichnet man nicht als Kälte. Ja, aber Herr Horst, was ist ja jetzt sagen? Ich fühle mich gerade etwas unter Druck gesetzt, aber egal. Ist das vielleicht diese, ist es vielleicht diese völlig idiotische Eigenschaft des Körpers, dass er, wenn man eine Hand in warmes Wasser hält und die andere in kaltes Wasser und dann beide Hände in dasselbe warme Wasser, in gleich warmes Wasser hält, die eine Hand, die vorher im warmen war, das jetzt gleich kalte Wasser für kälter hält und die vorher im kalten Wasser befindliche Hand, das gleich warme Wasser jetzt für wärmer hält. Das ist aber nur bei dir so. Es hat etwas zu tun mit warm und kalt, das ist richtig. Ja. Das ist was, das, genau. Es, das Idiotische ist nämlich, dass die Italiener auf ihren warmen Wasserhähnen Caldo draufstehen haben. Das ist Idiotie. Ja, finde ich gut. Das ist unsere Antwort. Das ist das nehmen wir. Es ist auch merkwürdig, dass Leute auf alten Fotos jünger aussehen. Von dem Mann hören möchten, der hat morgen seinen letzten Ditsche im WDR, 22 Uhr wann? 30, Herr 22:30 Uhr, also... Da, wenn Sie schon schlafen. Ja, wenn ich schon schlafe. Dann können Sie dann noch mehr von ihm erleben. Und Sie, was eine Kälteidiotie also, ist. Also trotzdem weiß ich immer noch nicht, was eine Kälteidiotie ist. Also es ist nicht dieser Effekt, dass man Brandblasen bekommt, wenn man Eis drauflegt. Nee, es hat ja was zu tun mit kalt und warm. Der Körper, lässt sich ja irritieren, zum Beispiel. Wenn man, die Körpertemperatur zum Beispiel absichtlich hochtreibt... Ja. Dann wird man schon... Dann zum Beispiel, wenn ich Fieber habe, friere ich. Genau. Ja. Kriege ich Schüttelfrost. Das haben wir alles schon geklärt. Aber was ist jetzt Kälte? Überhaupt nicht drüber geredet. Das ist die Idiotie. Dass das Hirn das nicht schnallt? Ist das die Idiotie? Dass das Hirn nicht kapiert, ob es jetzt heiß oder kalt ist? Es hat alles etwas damit zu tun. Aber ich kann das so nicht gelten lassen. Wir sind keine Physiker, Herr Walder! Ich weiß es nicht. Es ist das, was Reinhold Messner immer hat, wenn er vom Yeti erzählt. Das ist ein Schaden, ist das. Ist auch nicht also, wir sind ja schon ganz nah dran. Das heißt, und der Markus also wird mir auch nicht böse sein, wenn ich jetzt ein bisschen mal konkreter nachfrage. Vielleicht kriegt das ja raus. Wir gucken. Also, ihr habt ja gesagt, wenn einem kalt ist, dann hat man manchmal den Eindruck, es ist einem kalt. Es ist kalt, das hast du. Das haben Sie gar nicht richtig verstanden, Herr Walder. Du weißt aber, was du da vor dir liegen ich hast. Weiß. Ja, das ist also, wir haben das Phänomen besprochen, dass man glaubt, dass wenn man zum Beispiel Fieber friert, bei einer höheren Körpertemperatur friert man. Und wenn man glaubt, dass man ein Brenneisen hinten dran hat, ist es aber in Wirklichkeit ein Eiswürfel, erschrickt man sich trotz. Oder geht es um die Haut, die sich zusammenzieht, obwohl es heiß ist? Na, dass man denkt, es ist wärmer, weil Impotenz. Das gestern in der Wettervorhersage gesagt wurde. Nee, ist noch gar nicht klar. Es geht um dieses physikalische Phänomen. Er hat ja gerade schon wieder so einigermaßen intelligent geguckt, als du das gesagt hast mit dem 37 Grad. 37,5 Grad. Ich werde es euch sagen, da werden wir Markus 500 Euro geben. Weil ist richtig. Und die werden wieder angeschrien von uns, weil wir so nah dran waren. Natürlich, natürlich. Also, es ist ein Fachausdruck aus der Rechtsmedizin. Der beschreibt folgendes Phänomen. Immer in den Wintermonaten oder immer wieder werden in Wintermonaten Kältetote aufgefunden, die erfroren sind, die vollständig nackt sind. Warum? Bei Unterkühlung kommt es zu der Wahnvorstellung, dass einem sehr heiß ist und man verspürt den unwiderlichen Drang, sich ausziehen zu müssen. Und dieses widersinnige Verhalten nennt der Rechtsmediziner Kälteidiotie. Ich wollte, wenn ihr gesagt hättet, wenn einer aber frieren ist, dann schmeißt seine Sachen weg, hätte ich das gelten lassen. Kann aber auch ein Striplokal sein, wo die Heizung ausgefallen ist. Kann auch sein. Markus Ziel aus Berlin, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Nein, weil ich finde, wir waren auch nicht nah dran. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Phänomen. Bin froh, dass ich weiß, dass jetzt Kälte ist. Wenn ich mal erfriere, ich behalte die Sachen an. So. Das habe ich heute auch gelernt. Was für ein schönes Schluss. Ja, mir fällt dazu ein, dass der Ötzi ja auch nackt war, als man ihn gefunden hat, oder? Und mir fällt ein, dass du mit Leim sehr nah dran warst. Und Wichser
am Donnerstag fällt mir auch noch ein. Wichser, 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 Donnerstag ins Kino gehen. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.